Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Anker und Meer. Ich bin der Robert, hinter der Kamera ist die Claudia. Wir befinden uns heute bei Aqua Perfect in Meerwasser Böttcher. Aqua Perfect ist der Großhandel. Und hier gibt es was Neues zu vermelden und das wollen wir natürlich dann auch tun, weil das uns auch betrifft. Der eine oder andere, der unser Aqua Medica Amatus geguckt hat, der wird wissen, dass wir darüber die ReefLight LED haben. Und hierfür gibt es ganz speziell was Neues. Und zwar, das ist die neue. Hat Aqua Perfect ganz vor kurzer Zeit viele Leuchten bekommen. Da hat sich einiges getan und das will ich euch jetzt in dieser Folge zeigen. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Hier ist das gute Stück. Das sind, glaube ich, die 90 cm Ausführungen. Und da sind wir schon beim ersten, was sich getan hat. Diese Leuchte gibt es nämlich jetzt in 60, 90, 120 und neu 150 cm Länge. Der hat gesagt, also das Relevanteste überhaupt ist, dass die App jetzt in Deutsch ist. Die werden wir euch natürlich auch gleich vorstellen im Anschluss. Ich habe das schon gesehen, ich habe sie gerade aufgemacht und sehe, die ist auf einmal in Deutsch. Sprich, viel angenehmer als vorher, kann auch viel mehr als vorher. Zeigen wir euch zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt zur Lampe selber, was für mich, finde ich, interessant war. Die Lampe hat Weiß und UV und Blau wie bisher auch. Und hat ergänzend nochmal Royal Blue dazu bekommen. Ich glaube 475 nm müssten die haben. Sehr interessant für die, die gerne ihr Blaulicht verstärken möchten. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, es gibt jetzt zu der üblichen Halterung, die wir auch haben, die kennt ihr, das ist die Spangenhalterung, die hier reinkommt. Dazu gibt es noch eine also das ist glaube ich optional erhältlich, dazu gibt es eine höhenverstellbare Seilaufhängung. Eine gute Sache meiner Meinung nach. Kommen wir jetzt zu den Lampen selber. Ich hatte ja eingangs gesagt, die haben 60, 90, 120 und 150 cm. Da hat sich auch an den Wattstärken was getan. Die kleine 60er hat 144 Watt. Die zweite Größe, die 90er, hat 216 Watt. Die dritte mit 120 hat 324 Watt, glaube ich. Und die 150er, die liegt dann schon bei 436 Watt. Das ist eigentlich schon ganz enorm. So, wir kommen jetzt zur App-Steuerung. Wie ihr seht hier auf dem iPhone, ich habe hier meine App liegen, Aquatic Light, da gehen wir drauf. Übrigens, um sich zu verbinden, geht man auf Einstellungen, WLAN, sucht das Avise raus, verbindet sich, geht total easy. Ich habe jetzt die Einstellung für das Manuelle gewählt. Das ist der erste Schalter hier unten. Und ich würde jetzt mal sagen, damit ihr seht, was passiert, mache ich jetzt erstmal die vorhandenen Kanäle alle auf 0%, sodass ihr dann auch seht, was bei der Lampe passiert. So, wir fangen an mit Kanal A und schalten den auf 100%. Kanal B auf 100%. Kanal C auf 100%. Kanal D auf 100% und Kanal E. Also da kommt schon ordentlich Licht runter. Es ist auch mehr als das, was wir jetzt haben. Das ist jetzt mal die manuelle Steuerung. Wobei das manuelle ja gar nicht so wichtig ist. Ich glaube, fast jeder wird sich das selber einstellen. Wer gerne spielt, wir haben hier den Wolkenmodus drin. Können also eine Vorschau machen. Jetzt schiebt sich eine Wolke davor und geht dann auch wieder weg. Kann man einstellen, so wie man das möchte. Ist halt Spielerei. Dann haben wir auch den Blitzmodus. Das heißt, Vorsicht, ich klicke drauf, das wird blitzen. Genau. Wem das wichtig ist, es ist mit dabei. Am nächsten Reiter haben wir Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das lässt sich hier einstellen, auch wie schnell und wie langsam die Sonne auf und unter geht. Und der nächste Punkt ist der, den die meisten wahrscheinlich benutzen werden. Das ist die Steuerung im Tagesverlauf. Da könnt ihr ganz einfach die Prozente der einzelnen Kanäle nehmen und könnt die unten ganz einfach programmieren. Und das letzte sind allgemeine Einstellungen. Könnt ihr auch, glaube ich, einen neuen Namen vergeben. Seht halt, was das Ding jetzt gerade kann. Also das mal zur Steuerung der Leuchte. Ich finde, die macht richtig gutes Licht.
Ich habe es jetzt nochmal auf 100% angemacht. Das ist echt ordentlich. Wir müssen jetzt mal gucken. Die linke ist an und die anderen drei sind ganz normal, wie der Unterschied ist. Das machen wir gleich mal, dass ihr seht, wie viel Lichtunterschied da jetzt drin ist. Ja, Leute, das waren jetzt die Dinge, die die neue ReFly 2019 mitbringt. Das heißt, ein zusätzlicher Royal Blau Kanal, eine Aufhängung zusätzlich, die App ist in Deutsch. Wir haben eine wunderbare Programmierung jetzt. Ihr habt noch eine Leuchte mit 1,50 Meter dabei. Also das ist schon eine ganze Menge. Mehr Wattstärken, so wie ich das gesehen habe. Und ich bin ganz besonders darauf gespannt, wenn das neue Becken von Aqua Perfect kommt. Das wird ein Systemaquarium, so ähnlich wie die bekannten auf dem Markt. Das heißt Glasaquarium, Unterschrank, Filterbecken, Leuchte dabei. Und ich glaube, das wird eine ganz schöne Überraschung auf dem Markt. Aber dazu ein andermal mehr. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Abo freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Robert. Tschüss.